Moin Geartester, wir sind auf dem Weg zu einem Blattjagdseminar. Was da alles passiert, erfahrt ihr in diesem Video. Die beste Zeit zum Blatten fängt eigentlich erst so im Laufe dieser Woche an. Wir sind ein bisschen früh. Das ist so die letzte Juliwoche. Da geht es richtig los, dass sie aufs Blatten springen. Und die erste Augustwoche ist auch noch sehr gut. Mhm. Und womit ich blatte, das ist ganz klassisch ein Blatter, Rottumdala, Rehblatter von Demmel mit so einer Membran drin. Mhm. Hiermit kann man die Töne viel melodischer spielen, viel mehr variieren. Hier kann man die ganze Palette der Blattlaute mitspielen und deswegen nutze ich den Blatter von Demmel. Normalerweise, so in der Jagdschule haben sie uns erzählt, es gibt die Rehbrunft. Und am Ende der Rehbrunft, wenn also die Ricken beschlagen sind, die Böcke keine brunftigen Ricken mehr finden, dann kann man den Blatter zum Einsatz bringen, dann beginnt die Blattzeit. Das ist dann so ab dem 5. oder 8. bis 15. August. Ich habe die meisten Böcke und auch die älteren so zwischen dem 25. und 28. Juli geschossen, den Tagen. Und im August war ich zum Beispiel gar nicht so erfolgreich aufs Blatten. Vielleicht ist das auch regional unterschiedlich, weil viele Bücher sind von Jägern aus Süddeutschland geschrieben. Vielleicht ist es da einfach ein bisschen anders, kann ja gut sein. Also man will den Platzbock dazu bewegen, auf die Ricke, die einen Bock sucht, zuzustehen, und das imitieren wir ja. Und da gibt es diesen ganz klassischen Kontaktlaut, den sogenannten Pia-Fiep oder Pia-Ton. Der wird von den Rehen auch das ganze Jahr über mal ausgestoßen. Also wenn man jetzt mal Interaktion zwischen den Rehen sieht und die irgendwie miteinander da interagieren, dann fiepen die auch mal so. Aber das Zustehen wirklich auf diesen Pia-Laut ist halt hauptsächlich in der Zeit, wenn die Ricken halt brunftig sind. Dafür gehe ich mit der Lippe halt bis vorne an dieses Gummi ran und übe Druck aus. Und am Ende lasse ich den Druck komplett los. Das ist eben dieses Pia. Das ist der ganz klassische Blattton, mit dem ich auch eigentlich immer anfange, wenn ich jetzt auf den Sitz komme. Und da ist keine besondere Situation. Also ich sehe erstmal keinen Bock oder keine Ricke. Dann fange ich mit diesem Pia-Ton an. Genau, wenn man dann Glück hat, kommt der Bock wie von der Tarantel gestochen auf einen zugesprungen. Und dann steht er ja meistens spitz zu einem zu. Ja, und was macht man dann? Schießt man den Stich? Ist machbar, aber natürlich nicht so richtig gut. Deswegen höre ich dann ab einer gewissen Entfernung immer auf zu blatten. Dann fängt er nämlich das Suchen an, wenn er einen nicht schon irgendwie gesehen hat, durch eine Bewegung, durch Hochnehmen der Waffe oder so. Dann habe ich zwar den Blatter noch in der einen Hand und die Waffe so im halben Anschlag. Weil wenn er abspringt, kann man entweder nochmal blatten, einmal kurz nochmal ein Pier oder ihn einfach anschrecken. Bah! Dann bleibt er auch nochmal stehen. Dreht sich meistens so nach hinten um und dann kann man nochmal auf die Schulter schießen oder so. Aber wenn man so bei 50, 60 Meter das Blatten aufhört, dann guckt er rechts, links, zieht mal in eine unterschiedliche Richtung und dann irgendwann ihn anzuschrecken oder nochmal kurz zu blatten, dann bleibt er stehen und dann hat man halt die Chance. Wenn ich jetzt zum Beispiel fotografieren gehe oder ich blatte nur vom Pirschstock aus, dann habe ich tatsächlich auch so einen Schlauchschal als Tarnung für das Gesicht oder Handschuhe an und halt so einen Langarm in Camo, dass man sich eben so ein bisschen besser in die Umgebung da einfügt, weil wenn ich da einfach nur mit dem Lodenmantel, hätte ich was gesagt, stehe, dann ist es nicht so ganz ideal. Ich gehe zum Beispiel auch ganz oft mit dem Pirschstock los, weil es manche Stellen gibt, die man erst auf dem Weg dann entdeckt, von einem Drückjagdbock zum anderen zum Beispiel, denkt man so, boah, geil, hier könnte man auch mal blatten. Auf dem Pirschstock, da kann man entspannt die Waffe drauflegen, dann mal blatten. Finde ich eine super Jagdart, weil man so aktiv dabei ist und nicht einfach 4 Stunden da sitzt, auf die Kirrung guckt und die Mäuse zählt oder so. Aber vielleicht nochmal zu dem Blattstand. Wenn man eine Stelle hat, wo viel frisch geplätzt und gefegt ist, man da blattet, dann ist das eigentlich
Garantie, dass man da irgendwo diesen Bock findet. Weil das ist sein Spot, den er täglich oder alle zwei Tage anläuft, um eben zu sagen, alles klar, das ist mein Revier, hier bin ich der Chef. Und wenn man da dann bedrängte Ricke raushaut, dann ist das eine Provokation, die er eigentlich nicht widerstehen kann. Und dann kommen sie. Also diese Plätze und Fegestellen, wo da so zwei, drei, vier in räumlicher Nähe sind, das sind super Stellen zum Bleiben. Wir sind hier gerade auf die Kanzel für diesen Abend gegangen. Hier ist ein richtig geiles Wiesental vor uns, auch total verwildert. Also wird vielleicht einmal im Jahr gemäht oder so. Sieht jedenfalls nicht nach einer krassen Wirtschaftswiese aus. Ringsrum ist Wald. Ich bin noch nicht auf dem Sitz, ist hier direkt links von uns ein Bock. Da ist so ein 2-3-jähriger Sechser. Die wollen wir hier nicht unbedingt schießen. Also hier sind ganz schwache Jährlinge und halt mehrjährige gute Böcke frei. Und der ist hier die ganze Schilfkante hochgezogen und dann nach drüben rüber. Aufs Blatt hat er nicht wirklich reagiert. Er stand dann da zwar bretterbreit, hätte man easy schießen können, aber ist dann weiter nach hinten gezogen. Dann ist dann eben noch eine Ricke abgehauen und da steht noch ein Stück Dampel. Also hier ist richtig Action. Wir sind hier in Brandenburg. Ganz geiles Revier mit Wald, Feld und Wiesen und anscheinend noch ganz gut Wild. Ja, moin Gear-Tester. Ich bin jetzt hier mit Eike in Brandenburg zum Blattjagdseminar und wir sind jetzt seit einer guten halben Stunde, würde ich sagen, an so einer Freifläche mitten im Bestand und plötzlich aus dem Nichts, Eike hat so vor einem Moment noch geblattet, kam ein Bock von da hinten, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ganz da hinten schnurstracks auf uns zu, stand voll aufs Blatt zu. Eike sagte, jo, da komme ich nicht hin, nimm du. Ich die Knarre genommen. Und dann kam er auch hier direkt nah ran und dann stellt er sich breit, geschossen, jetzt muss man gleich mal hingehen, weil ich direkt da vorne in Sichtweite. Also das war auf jeden Fall schon mal Blattjagd par excellence, mehr Spannung geht nicht. Richtig geile Action, wollte man sagen. Wollte man sagen. Nicht mal ein Sechser hier, hat er keine Vereckung. Ja, cool, hier auch abgebrochen. Ja. Aber richtig, Alter. Interessant. Und echt ein richtig krass helles Haupt. Auch insgesamt finde ich den extrem hell. Ja. Richtig helles Gelb. Tja, Waldmanns Heil, Mensch. Waldmanns Dank. Geile Nummer. Willkommen zum Ende des Blattjagdseminars. Wir sind hier im Revier von der GVO und haben versucht hier die Tage Böcke zu blatten. Am Anfang hat es richtig gut funktioniert, da sind die Böcke gesprungen. Dann wurde es extrem heiß, wir hatten 38 Grad und dann hat man gemerkt, dass die Aktivität sich irgendwie in die Abendstunden verlagert hat und da konnte man da nicht mehr so viel blatten. Heute Morgen hat es noch einmal geklappt. Der ist zwar nicht hier aufs Blatt zugestanden, aber er war hier am Markieren und am Fegen. Und da konnten wir ihn auf den Wechsel abpassen. Er ist ein Mittelalter, relativ kurzer Bock, gerade mal Lauscher hoch. Ja, der war hier, hat sein Revier markiert und auf dem Weg zurück in den Einstand konnten wir ihn strecken.
Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr weitere Fragen zu dem ganzen Thema Blattjagd habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich versuche sie so schnell wie möglich zu beantworten. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. Viel zu schnell war das Blattjagd-Seminar mit GVO zu Ende. Wer alles sehen will von dem Seminar, der schaut bitte hier auf YouTube bei der GVO-Jagd vorbei. Natürlich war das Seminar vorbei, aber noch nicht die Blattzeit. So bin ich mit Yannick unterwegs gewesen und habe ihn wieder mit der Kamera begleitet. Auch in der Blattzeit konzentriert er sich hier auf die Kalamitätsflächen, also dort, wo die Fichte weggekommen ist, ob durch Sturm oder Käfer, und neu gepflanzt wurde, meistens Laubholz. Wir haben etwas länger geblattet diesmal, da war erst keine Bewegung, auf einmal knackte und raschelte es von rechts und es stand ein Bock zu. Diesen konnte er sauber strecken. Ich habe das sofort gesehen, dass ein Bock ist, aber ich musste erstmal die Kamera und dann dachte ich, ich kriege einen Anruf wegen Wüb. Ja, ich habe auch dann sofort das, ich wollte dann, war noch ein bisschen am Zögern, ich habe ein bisschen vorne stichmäßig geschossen, aber die macht nicht so viel kaputt, die Kugel, denke ich. Aber du hast es da gehört, dann hast du diesen ganz Mini-Kids-Fieb gemacht und dann kam er. Ist eigentlich, glaube ich, nicht so ein schlechter, kein Alter, aber... Hört man es dank. Ja, ne? So ein heimlicher. Ja. So kam er ja auch gesprungen. Schön. Top. Top. Schon wieder so kein schmaler. Ja, der alte Dämmel. Der hat's drauf. Und ganz zum Schluss habe ich dann einfach nur so mit dem Mund geblattet. Aufgrund der Temperaturen haben wir ihn sofort aufgebrochen und in den Schatten gehängt. Danach wollte er noch zu einer zweiten Kalamitätsfläche gucken. Da war erst nur Ricke und Kids zu sehen. Etwas später kam dann auf das Blatten hin tatsächlich noch ein Jährling an die Waldkante. Dieser war so vorsichtig unterwegs, dass er erst nicht richtig gut stand und dann immer rechts links gesichert hat. Ihm war echt nicht geheuer, dass er da so auf die offene Fläche ziehen sollte. Er hat sich auch für das Blatten dann nicht mehr interessiert und schließlich hat sich Yannick zum Schuss entschieden. Am erlegten Stück konnten wir dann auch ganz genau sehen, dass er von dem Platzbock wohl schon einiges an Prügel eingesteckt hat. Hier und da waren kahle Stellen in der Decke zu sehen, wo er von dem Platzbock wahrscheinlich die Stangen abbekommen hat. So ging dann die Blattzeit zu Ende.
sehr schade. Ich liebe es eigentlich immer in dieser Zeit auf Jagd zu sein und ich freue mich jedes Jahr wieder aufs Neue. Ich hoffe, ihr hattet auch Waldmannsheil und bis bald.